Herr Ackermann, Vollgeldreform, das hat Ihnen sicher schon jemand beigebracht, was das ist. Was halten Sie von dem? Ja, da mein Doktorvater sich dafür engagiert hat, ist mir das natürlich ein Begriff. Ja. Ja. Dass man einfach Geldschöpfung nicht mehr über Geschäftsbanken machen, sondern eben alles zentral steuert über eine Zentralbank. Die meisten Leute wissen nicht, dass jede Bank das Recht hat, selber Geld zu schöpfen. Aber der Wettbewerb müsste ja dann auch so sein, dass nicht jemand einen Vorteil hat oder Privilegien. Jetzt ist das aber so bei den Banken, dass sie ja UBS CS 208 Milliarden haben sie in ihrer Bilanz an Wert, wo sie selber geschöpft haben. Was sagen Sie jetzt so als Insider zu dieser Bevorteilung? Ja, das ist kein Bevorteil. Das sind ja nicht Gelder von der Bank. Das sind Gelder, die Kunden der Bank zur Verfügung stellen, die man dann einsetzt. Und die setzt man ein für die Wirtschaft. Und da gibt es einen Wettbewerb. Also, das ist ja, nein, so, was ich meine, sind Werte, die man gekauft hat mit Kreditvergabe, mit dem Geld, das man aus der Kreditvergabe. Sie meinen Wertpapier, ja, die man gekauft hat? Ja, genau. Und man kann ja Gold kaufen, man kann ja Aktien kaufen mit dem selber geschafften Geld. Das hilft ja der Wirtschaft. Also man kauft ja nicht Wertpapier zum eigenen Nutzen, sondern damit finanziert man die Wirtschaft. Und heute eben im Kapitalmarktgeschäft, wo eine Disintermediation besteht, wo nicht mehr Banken Gelder entgegennehmen und damit Kredit geben. Sondern vieles auch direkt von den Investoren, eben die an den Kapital- oder Geldmarkt, denen zur Verfügung gestellt werden, die das Geld brauchen. Und dass da Banken eine ganz wesentliche Vermittlerrolle spielen, ist eben etwas sehr sinnvoll. Und sollen sie ja weiterhin, also die Vollgeldreform sagt ja nicht, dass die Vermittlerrolle sollen aufgeben, sondern sie sollen endlich einmal hinter dem stehen, dass sie Geld schöpfen durch Kreditvergabe. Und dann das aber nicht zu vollem Nennwert, also zu einem Schweizer Franken auf den Markt bringen, weil das elektronische Geld ist ja nicht einmal gesetzlich geregelt. Also das ist ja auch noch so etwas. Die Bürger aber wollen scharfe Finanzmarktregeln und dass die, die das Desaster verursacht haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Der Strafrechtler Professor Albrecht hat da wenig Hoffnung. Juristisch belangt wird wohl kaum einer. Und das Geflecht von Politik und Finanzwirtschaft sei undurchdringlich. Alles werde weitergehen wie bisher. Das ist Kapitalismus pur. Der Kapitalismus entwickelt sich zu einem Moloch, zu einem Gespenst, der nicht mehr kontrollierbar ist durch Öffentlichkeit. Und Politik und Ökonomie bilden zwei Teilsysteme, die unter sich das Geschäft ausmachen. Der Leidtragende ist der Bürger. Er wird irgendwann mit einer langen Nase dasitzen. Debatte und jede Initiative hilft damit und hilft auch, dass man sich damit auseinandersetzt. Und insofern, wenn es objektiv informiert wird und auch beide Seiten eben angehört werden und genügend Raum überkommen, dann ist das immer sinnvoll. Also ich bin immer für einen offenen Wettbewerb von den Ideen. Nur finde ich die Idee nicht im Sinn vom Schweizer und sicher nicht im Sinn von der Schweizer Volkswirtschaft. Das jährliche Treffen des International Institute of Finance. Das IIF ist die Lobbyvereinigung der mächtigsten Banken weltweit, vorn dabei ihr Vorsitzender Josef Ackermann. Wer sich fragt, warum bei all den Finanzkrisen die Banken nicht mehr zur Kasse gebeten werden, warum sie nicht mehr reguliert werden, der muss diese Leute fragen. Banker in Feierlaune. Diese Herrschaften sind gut vernetzt. Die Organisation hier hat ein Lobby-System entwickelt, das sich kaum noch perfektionieren lässt. Herr Ackermann, Vollgeldreform, das hat Ihnen sicher schon jemand beigebracht, was das ist. Was halten Sie von dem? Ja, da mein Doktorvater sich dafür engagiert hat, ist mir das natürlich ein Begriff. Ja. Dass man einfach Geldschöpfung nicht mehr über Geschäftsbanken machen, sondern eben alles zentral steuert über eine Zentralbank. Die meisten Leute wissen nicht, dass jede Bank das Recht hat, selber Geld zu schöpfen.